Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project CO2. Letzten Part sind wir Mario gefolgt, die wir allerdings wieder verloren haben. Dafür hatten wir noch mehr Geistbegegnungen. Und eigentlich sollten wir den Schmetterlingen folgen, aber ich möchte mich hier trotzdem im Dorf ein bisschen umsehen. Oder? Gib mir den Schmetterlingen nach. Wir hören uns ja hoffentlich dahin, wo wir hin müssen. Irgendwas reagiert die Leuchte hier schon wieder. Aber ich weiß nicht, auf was. Schauen wir. Auf irgendwas hier dran. Erkennen die vorne Mann. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt hier raus. Wenn das hier so ein Gegner war, wie wir ihn schon mal gehabt haben. Aber scheinbar nicht. Ah, hier ist auch der alte Brunnen. Alte Brunnen. Er enthält kein Wasser mehr. Dann hochsteigt aus den dunklen Tiefen. Der Vermesser muss hier gewesen sein. Bei dem Brunnen liegt eine Notiz. Dorfbericht 2. Scheint die Fortsetzung der Notiz des Vermessers zu sein. Ich sah den alten Brunnen hinunter, aber er war stockfinster und ich konnte nichts sehen. Selbst wenn man genau hinhört, hört man nur den Wind wehen. Das Wasser ist wohl versiegt. Ich weiß nicht, was zuerst hier war. Das Haus oder der Brunnen. Aber beides ist schon lange unbenutzt. Den Aufzeichnungen zufolge gehört dieses Haus der mächtigen Chihara-Familie. In diesem Dorf hat auch die Familie Osaka, Kiryu und Tachibana großen Einfluss. Jedes dieser Häuser hat ein Wappen und jedes Haus war einflussreich. Gemeinsam waren sie auch für ein spezielles Ritual verantwortlich. Als Abkömmlinge der Kurosawa-Familie waren sie alle an der Zeremonie beteiligt. Sie waren die Priester. Der Name Kurosawa tauchte verstreut in den Literaturen wieder auf. Aber es gibt keine konkreten Informationen. Ich habe allerdings keinen Zweifel daran, dass sie die absolute Macht innehaben hätten. Wo in aller Welt sind bloß die Dorfbewohner hin? Wie kommt man aus diesem Dorf? Die Antwort auf diese Frage liegt im Haus der Kurosawas. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe ein starkes Gefühl, dass es so ist. Okay. Ich nehme an, dass das Haus, das ist, von dem Mio sprach. In der Kristallnachricht. Hier ist der nächste Speicherpunkt. Hier sind hier auf einmal so viele Speicherpunkte. Das macht mich ein bisschen nervös. Hier ist das Schloss dran. Schau, was hat das für ein Wappen? Sieht man leider nicht. Wahrscheinlich das Wort mir
Okay, dachte kurz zu kommen. Vielleicht irgendwas? Yai! What are you still doing here? Who are you? The ritual will begin soon. If that happens. Du bist zurück, Yai. Du musst mit Seiya hier weg. Sie ist im Zeremoniemeisterhaus. Sie wird es tun. Hol sie. Du kannst sie noch einholen. Die Schlüssel zum Thron in der Statue der Zwillingsgötter. Des Zwillingsgottes. Suche im Dorf nach solchen Statuen. Ja, natürlich, beeilen wir uns. Kann ich von dir eigentlich Müll machen? Nö. Ja, das könnte ich schon. Aber ich habe keine Punkte. Erscheinen auf dem Foto. Verschmetterlinge. Verschmetterlinge flattern über die Statue des der Schutzgottheit. Ist der noch da? Nö, der ist nicht mehr da. Na doch, man sieht ihn einfach nur nicht von hier. If you cannot find a way to leave the village, come and find me. I may be able to help. Okay. Wenn er helfen kann, wieso nicht? Werde ich mal zu Kopf behalten. Nicht hinterfragen, wieso sie das und sich auch so natürlich gefunden hat, dass sie mit einem anderen Namen angesprochen hat. Das gar nicht mal hinterfragt. Okay. Das ist genau untersucht, aber du konntest keine Schlüssel finden. Jetzt muss alle Statuen hier einmal untersuchen. Okay, von denen gibt es ja nur sehr wenige. Ich glaube, ich muss einfach nur die untersuchen, wo die Schmetterlinge drüber fliegen. Bei der Untersuchung des unteren Teils der Statue findet sich ein kleiner Holzblock. Den Schlüssel links. Er hat die Form der Steinstatue, aber es ist nur die linke Hälfte. Ja, okay. Wir wollten sowieso hier zum Friedhof. Nachdem wir jetzt Licht haben, müssten wir auch über die Brücke kommen, die sehr vertrauenserweckend wirkt. Weiß nicht. Es ist trotzdem so, dass man nicht zum Friedhof gehen sollte. Oder nicht in ein Horrorspiel.
Okay, mit mir in einen Weg. Doch, vielleicht komme ich auch nach links. Das hier wirkt verdächtig. An der Wurzel des Baums ist ein Loch. Es scheint in eine Art Höhle zu führen. Dachte mir schon, das wirkt irgendwie verdächtig. Glaub schon, kann man glaube ich alle nicht lesen. Nö. Ist auch wieder so ein Tafel, beziehungsweise so ein Stein von Schutzgott hat. Laufen. Wo ist eigentlich der zweite hin? Warte. Durch einen Schuss erledigt. Aber ja, denn hier auch der hier mit einem Schuss verlegt ist. Okay, ich habe ihn getroffen. Brauche ich nicht unbedingt direkt die Halshalbe. Okay, und hier ist noch ein Kristall. Hier drüben nicht noch was, das habe ich von der Kamera gesehen. Das glänzt im Licht. Eine Geisterkugel. Die ist sehr nett. Hier, das wird doch sehr tächtig. Die Tür zum Schreiner ist fest verschlossen. Okay, das heißt, hier ist noch ein kleiner Schrein. Das ist hier eigentlich eh nichts. Wie gesagt, die Grabsteine kann ich nicht mehr lesen. Die sind schon zu alt. Haben wir hier eigentlich jetzt wieder genügend Punkte gebracht? Und hier? Nö. Aber ich kann den Geistesschein verwenden. Ne? Größerer Suchkreis. Mehr Energie, die aufgeladen werden kann. Ich weiß nicht, was gerade besser ist. Energie oder ein größerer Suchkreis? Eigentlich ein größerer Suchkreis. Dann einmal den Suchkreis auch direkt erhöhen. Hat sich auch jedes Mal spannend, ist das. Also. Die Punktevorstellung am Anfang denkt man noch, ja okay, ist okay, geht ja relativ schnell. Ab dem zweiten Upgrade mit 20.000, ich meine, wenn so ein erstes Upgrade nur 4.000 kostet oder 8.000 maximal, ist das halt schon sehr heftig.
Wenn es mehr als das Doppelte ist, für einmal. Okay. Da muss man halt auch viele Schnappschüsse schaffen. Dann geht sich das schnell aus mit den Punkten. Obwohl, wenn ich jetzt so bedenke, mein Highscore war jetzt knapp 1000 waren Punkte. Und das waren alles Schnappschüsse. Schwierig. Schwierig. Zum. Ah, nö, das ist noch einer. Ich dachte nicht, dass noch einer wäre. Schneller. Okay, das ist auch mal Schnappschuss. Noch einer hier? Nö. Okay. Okay, okay, okay. Zum Glück bin ich mit sehr viel Kreuzmedizin ausgerüstet. Und diesmal finde ich sie auch nicht so wie im ersten Teil. Okay, die Aussage, dass es nur einen geringen Teil des Lebens hält, ist ein bisschen falsch übersetzt. Ja, natürlich. Ja, mal einen falschen Moment wegschauen. Die sind jetzt hier hingelaufen. Kommt noch ein bisschen näher. Schnappschuss geben. Jetzt ging's. Ja, mal schön in die Kamera lächeln. Müssen eigentlich noch mehr sein. Sind ja noch hier hinten gegangen. Die haben zumindest was liegen lassen. Noch ein weiterer Stein. Und eine weitere Geisterkugel. Nett. Die Geister in dem Teil sind wirklich nett. Ich meine, sie wollen uns immer noch umbringen. Aber. Jetzt haben wir das Herz gelassen. Lassen die auch relativ viel liegen. Von dem her habe ich gar nichts dagegen. Okay. Die Planung allerdings kostet nicht so viel. Spannend. Aber wahrscheinlich ist sie auch nicht so wichtig. Wie der Rest.
Den haben sie nicht rein zufällig geholt. Nö. Ich nehme an, dass der Gefangene immer noch da drin ist. Ja, da könnten noch mehr Geister sein. Die sind ja so nett und lassen Zeug liegen. In die Gefahr stürzen. Die erste Regel hochspielen. Nicht anlaufen, nicht verstecken. Immer auf den Gegner zugehen. Zumindest wenn man sich wehren kann. Was ich nicht wehren kann, ist ein bisschen schwierig. Ist das du? Ja, Elvis. Wenn der Einschluss beginnt, wird das Tor versperrt. Ja. Yai, if we escape, I'm sure we can avoid the fate of the Twin Shrine Maidens. Don't give up. Tja, wir geben schon nicht auf. War hier noch was? Nö. Das ist einfach nur der Reminder, dass wir nach Schwätzlingen auch schon halten sollen. Ich überlege die ganze Zeit, gab es im ersten Teil irgendwelche Zwillinge? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Machen wir hier mal weiter. Davon ist der zweite Schlüssel. Und hier ist sogar noch ein Film. Nett. Stimmt, auf das habe ich gar nicht geachtet. Aber da haben wir auch genügend übrig. Ich weiß auch nicht, ob es so läuft wie im ersten Teil, dass man den Standardfilmtyp, in dem Fall Typ 14, die ganze Zeit auch von den Speicherpunkten bekommt. Den es hier auch noch Typ 7 gibt. Der eigentlich stärker sein sollte, glaube ich. Ich laufe zuerst mal hier rum, wo ich den zweiten Schlüssel hole. Ich glaube, das führt mich nur zum Schreien. Ja, yeah, definitiv nur zum Schreien. Okay, holen wir den zweiten Schlüssel. Da bin ich die rechte Hälfte auch. Kommt ein Stück näher. Ein Stück näher. Danke für den Schnappschuss. Da sind auch noch zwei. Kommt ruhig näher. Die noch alles anschaffen muss. Immer schön lächeln.
du darfst auch noch lächeln. Dann hat sie mir noch Leben übrig. Es ist zwar kein schönes Lächeln, aber zählt schon. Noch einer übrig? Nö. Okay. Ja, hat es wieder gute Punkte gebracht. Am Merkzelt. Wenn man erstmal das Spiel durchschaut hat, ist es eigentlich relativ einfach. Auch auf den höheren Schwierigkeitsgrad, glaube ich, war das jetzt. Gibt hier, glaube ich, nur normal und leicht. Ich spreche trotzdem gerne. Okay. Allerdings, bevor es hier weiterzumachen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Letzten Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, so sollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Zero 2 wieder.